Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Magdeburg-Karriere, heute mit Episode 38. Heute stehen eine Menge Spieler an, 6 an der Zahl, und wir starten jetzt natürlich selbstverständlich ins Intro und danach kommen wir zu den Kommentaren. Bevor wir mit dem Intro starten, soll auf jeden Fall gesagt sein, lasst auf jeden Fall gerne ein Like auf dieser Folge da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Zudem findet nächste Woche Samstag am 3.4. ein Livestream statt, wo ich mein 100-Abo-Special sozusagen zelebriere. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort am Start seid. Es wird sich wahrscheinlich so 15, 16 Uhr und diesen Dreh so handeln. Genauere Zeit werde ich dort auf jeden Fall nochmal nennen. 10 Klasse! FCM. Blau-Weiß sind deine Siegesfarben. FCM. Du hast schon viele Fußballnarben. Erster Kommentar, um den es sich dreht, sind die Gegner für heute. Und unter anderem sollen wir auf jeden Fall ein Champions-League-Spiel spielen. Das werden wir dann wahrscheinlich das gegen Salzburg nehmen. Und dann würde ich aber auch sagen, dass wir gegen Frankfurt spielen, weil wir gegen die haben wir allzu oft noch nicht gespielt. Ich glaube, noch gar nicht bisher. Und gegen Dortmund werden wir normal simulieren. Das war ein Wunsch. Das bedeutet, wir werden Champions League, Hertha und Leipzig schnell simulieren. Und ich hoffe, in den Schnellsimulationen holen wir heute mal ein bisschen was raus. Weil ich meine, wir sind 14. mit 10 Punkten. Das ist gar nicht gut. Dann zum nächsten Kommentar. Es geht um den Messi-Region, nämlich Lukas Bolado, und wir sollen ihn holen. Dann würde ich sagen, wir holen ihn auf jeden Fall und das wäre eine ganz gute Verstärkung für uns. Ich würde ihn, wie gesagt, auf links trainieren. Ich werde jetzt auch nicht einen komplett neuen Messi erschaffen, denn ich würde ihn dann auf die linke Seite packen, würde ihn aber vorher nochmal ausleihen. Und damit machen wir die Verpflichtung perfekt. Also im Winter haben wir Lukas Bolado, den Messi-Region bei Magdeburg. Nee, der ist ja schon gleich da. Weil er ein freier Spieler ist, kommt er sofort zu einem, glaube ich, oder? Der muss ja so sein. Ich würde den aber, wie gesagt, trotzdem auf links trainieren. Weil ich meine, irgendwann werde ich mal mit einem Blanco-Abgang rechnen. Vielleicht sogar schon im Winter, mal gucken. Weil ich glaube, der verbessert sich nicht mehr allzu. Ich glaube, das ist die beste Idee, weil Blanco steht ihm im Moment noch im Weg. Bis zur Wintertransferphase wird Bolado aber auf jeden Fall Einsätze bekommen, das ist klar. Es dauert 83 Wochen. Warum dauert es eigentlich so ewig lang, jemanden vom linken Flügel zum linken Mittelfeldspieler umzutrainieren? Es ist nervig. Ich habe übrigens das Stadion Ambiente auf 10, also lauter geht nicht. Das war's mit den Kommentaren. Wie gesagt, schreibt gerne Transfervorschläge, weitere Anmerkungen zur Karriere rein. Bin ja für alles offen. So, und damit geht's also in die erste Partie hinein. Es wird eine Schnellsimulation bei der Hertha. Ich hoffe, wir können hier ein gutes Ergebnis für uns einfahren und wir verlieren 1-0. Es geht weiter mit den Niederlagen. Ich weiß nicht, was da auf einmal los ist bei uns. Klar, die Hertha hat keine schlechte Mannschaft, aber das gibt's doch nicht. Nächstes Spiel ist eine Schnellsimulation auswärts bei Porto und da holen wir ein 3-1-Sieg. Das ist äußerst gut. König mit einem Doppelpack und Adrian Fein. Das könnte es vielleicht sogar schon sein, weil Real gewinnt gegen Salzburg. Gut, also so viele Punkte Vorsprung sind es jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber ich glaube, gegen Red Bull Salzburg könnten wir das Weiterkommen perfekt machen. Damit in die nächste Schnellsimulation zu Hause gegen Leipzig und wir verlieren schon wieder. Berisha ist unser Torschütze, aber wir verlieren auch gegen Leipzig zu Hause. Wir haben jetzt so viele Niederlagen schon kassiert in dieser Saison. Das sind, glaube ich, mehr Niederlagen als in der kompletten Saison davor. Wir sind 15. 10 Punkte haben wir gerade mal nach 11 Spielen, 3 Siege, 7 Niederlagen. Wir haben jetzt schon 17 Punkte Rückstand auf Bayern. Auf Dortmund. Wir haben ein Transferangebot für Florian Müller. Sehr gut von Bayern. Und die können den von mir aus auch gerne haben. Ich würde sagen, ich delegiere das Ganze mal ein bisschen. Machen wir mal Mindestverkaufssumme 30. So, und damit geht es jetzt in die erste selbstgezockte Partie für heute. Es geht zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ich weiß echt nicht, warum wir diese Spiele nicht gewonnen haben teilweise. Hauptsache gegen Porto 3-1 gewinnen. Aber nicht gegen, was weiß ich, gegen Hertha und gegen Leipzig. Gut, sind jetzt nicht die schlechtesten Mannschaften. Aber trotzdem habe ich mir dort in den Spielen ein bisschen mehr erhofft. Ist ja bisher eine Vollkatastrophe in der Bundesliga. So, und damit herzlich willkommen zur ersten selbstgezockten Partie in dieser Folge. Es geht zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Wir haben 12. Spieltag. Wir hoffen jetzt mal den 4. Saisonsieg hier zu holen gegen die Adler. Und das Gute ist, dass sie Dreierkette spielen. Und ich komme mit Dreierketten eigentlich immer ganz gut zurecht, weil die ausdauertechnisch irgendwann einfach einbrechen. Die Aufstellung. Stojanovic im Tor, eine Viererkette aus Çalhanoğlu, Rensch, Kusunu und Pembele. Doppel-6 mit Kana und Fein. Busquets rot gesperrt. Blanco König und Zitashvili im offensiven Mittelfeld und Berisha steht vorne drin. Hier die Aufstellung der Frankfurter. Muric im Tor, eine Dreierkette bestehend aus Hanko, Godfrey und Korb. Dann unter anderem Diodofeo, Barkok und Hartebohr in dem Mittelfeld vorhanden und vorne steht auch Ratner. Ist der Ratner Ache? Irgendwie so ähnlich. Kostic, Pavlenka auf der Bank. Sörloth auf der Bank. Und damit rein in die Partie. Wir müssen punkten. Wir müssen unbedingt punkten in diesem Spiel. Wir sehen uns in Szene 1 wieder.
Das ist stabil, das ist König mit dem Ball Richtung Berisha. 1-0 Magdeburg nach 7 Minuten. König auf Berisha, das passiert sehr oft in dieser Saison. Und gleich der erste Ball ist mal drinne. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Berisha dort rankommt. Das war auf jeden Fall echt nicht gut verteidigt von Hanko, ist es, glaube ich. Ja, guckt euch das an. Ich hätte niemals gedacht, dass Berisha den Kopfball reinmacht. Aber wir führen 1-0 hier gegen Frankfurt. Das erst dritte Bundesliga-Tor in dieser Saison für Mergin Berisha. In der Champions League hat er 5. Berisha mit dem Ball für Blanco. Blanco in die Mitte wieder für Berisha. Berisha, der zieht ab und macht das 2-0. Magdeburg nach 22 Minuten, also mit dem 2-0 hier zu Hause gegen Frankfurt. Mergin Berisha, Doppelpack. So stelle ich mir das vor in diesen Spielen. Ich weiß nicht, was da in den Simulationen vor sich geht, aber wir gewinnen die einfach nicht. Und ich stelle die Top-11 auf. Stabil abgezogen ins lange Eck. Hätte Muric eigentlich auch mal halten können, weil der so spitz war, der Winkel eigentlich, dass er den auch haben kann. Aber Berisha macht den hier sauber rein zum 2-0. Gleich die nächsten Möglichkeiten. Jetzt ist es König, der durch ist. Und König ist das nicht mit dem 3-0. Ich hätte noch ein paar Schritte mehr auf den Torwart zugehen können. Ey, die Pässe von Kana, die sind so unterirdisch. Und da ist der Schuss, der ist geblockt. Der Nachschuss, der ist auch geblockt. Kusunu bei beiden Schüssen dazwischen. Weiter Ball für Hartebohr und guckt euch, ey, könnt die Ausdauer noch nicht sehen. Werden wir in der zweiten Hälfte wieder sehen, wie schlecht die Ausdauer von den Frankfurtern ist. Da kommt nochmal die Kopfballchance. Für die Nummer 25, es ist Maximovic, glaube ich. Aber damit endet auch die erste Halbzeit. Wir gehen hier mit einer 2-0 Pausenführung in die Halbzeitpause. Und jetzt müssen wir die Laufduelle über die Seite bringen. Das ist Blanco mit dem Ball Richtung Mitte. Da ist Berisha gewesen. Und ich wechsle doppelt. Fürs Salzburg-Spiel werden auf jeden Fall König und Berisha noch geschont. Nicolas Weiß gibt sein Startelfdebüt, genauso wie Bolado, der hier raufkommt. Unser Neuzugang von Chance für Frankfurt. Stojanovic zur Stelle. Escalante, Maximovic. Da ist die Möglichkeit. Stojanovic ist da. Nachschuss. Und da ist der Anschlusstreffer für Frankfurt. Es ist Nemanja Maximovic. Der hier trifft. Kana geht runter. Was der teilweise für Fehlpässe im Mittelfeld hatte, das war einfach nur unglaublich. Jetzt Lauf Bolado, sehr schön gegen Korb. Den lässt er hier schwindlig spielen. Mit dem Ball Richtung... Der lässt mich Weiß nicht mehr auswählen. Was ist das denn jetzt auf einmal? Jawohl, jetzt hat Bolado mal die Chance, sein Tempo auszuspielen. Kurz vor der Nachspielzeit und die Verteidiger kommen nicht mehr hinterher. Es ist Bolado mit seinem ersten Tor für Magdeburg. Der hier den Deckel drauf macht. 3-1 in der 90. Minute. War ein bisschen glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Frankfurt mit der unglaublichen Druckphase. Die hätten sich das Tor eigentlich verdient gehabt. Abschlüsse kamen nicht. Aber die waren bestimmt die letzten 20 Minuten dauerhaft in unserem Strafraum drin. Und da haben wir es jetzt mal geschafft, sie auszukontern. Und es ist Bolado mit seinem ersten Tor für Magdeburg. Und damit ist es auch vorbei, das Spiel. Magdeburg siegt zu Hause 3-1. Wichtiger Sieg, denn es wird schwer. Also Meister werden wir auf keinen Fall, denke ich mal. Und mit diesem Rückstand ist Europa League eigentlich mein Ziel. Und gegen Salzburg könnten wir jetzt das Weiterkommen festmachen. Und damit geht's also in die Partie hinein. Wir sehen uns dann in Salzburg wieder. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Salzburg zum vorletzten Spieltag dieser Champions League Gruppenphase. Für Magdeburg geht es heute ums Weiterkommen. Mit einem Sieg kommen wir auf jeden Fall weiter. Bei einem Unentschieden bin ich mir nicht sicher. Da wären wir dann rein theoretisch, müsste dann das Torverhältnis entscheiden. Salzburg bisher nur einen Punkt geholt in dieser Gruppenphase. Das war gegen uns in der Simulation. So, hier also die Aufstellung von Salzburg. Stankovic unter anderem im Tor. Kilian Ludewig, den kenne ich von Schalke. Unter anderem auf der linken Verteidigung zu finden. Und hier die Aufstellung unserer Magdeburger. Unverändert zum Frankfurt-Spiel. Außer Rick van Drongelen, der wieder in der Innenverteidigung für Rentsch dabei. Und Busquets natürlich auch mit am Start. So, da gehen wir rein in die Partie. Wie gesagt, vorletztes Spiel der Gruppenphase der Champions League. Wir sehen uns in Szene 1 wieder. Also bis gleich. Auf der linken Seite ist frei. War das Abseits? Das ist die Frage. Es war kein Abseits von Blanco und der prüft ja auf jeden Fall Stankovic. Berisha. Berisha. Ähnlich wie zu dem einen Spiel gegen Porto. Aber diesmal sitzt der Schuss überhaupt nicht von ihm. Jawohl, Çalhanoğlu setzt sich jetzt mal auf der linken Seite durch. Berisha positioniert sich langsam. Da kommt Berisha. Und, oh, an den Außenpfosten. Nein, ich dachte, der wäre drinnen gewesen. Gute Chance. Mergin Berisha hier trifft leider nur das Außennetz sogar. Ball in die Mitte. Der ist geblockt. Und
Also wirklich, wenn da kein Handspiel davor dran war, dann weiß ich auch nicht, aber Red Bull Salzburg führt mit 1-0. Für mich sah es so aus, als wäre mit der Hand dran gewesen nach dem geblockten Schuss. Damit geht es mit einem 1-0 in die Pause. Wir waren die bessere Mannschaft bisher in der ersten Halbzeit. Nein, da sollst du nicht hinspielen! Ricky J. Jones. Richtung Mitte. Nein, ich hab's verkackt, glaube ich. Schuss. Och, Mann. Ey, dass der Ball von König dann auch nicht perfekt zu klein kommt, das ist wieder FIFA 21, ganz ehrlich, ey. Ja, und damit geht das Spiel mit 1-0 an die Dosen. Ich glaube, 31 Millionen für Florian Müller sind eine ordentliche Summe. Der FC Bayern würde das bezahlen und das akzeptieren wir. Müller wird uns dann also zur Wintertransferphase verlassen. Und jetzt geht's gegen Tabellenführer Dortmund in der normalen Simulation. Natürlich sind Sancho und Haaland immer noch da. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird gegen Dortmund in der normalen Simulation. Letztes Spiel für heute. Und da ist das 1-0. Jadon Sancho. Es wird die nächste Niederlage sein. Wir haben aber echt Pech, was unseren Spielplan gerade angeht. Ich meine, wir haben heute gegen Platz 1, gegen Platz 3, gegen Leipzig gespielt. Das bedeutet aber, dass bessere Zeiten kommen, wo wir auch gegen Gegner spielen, wo eigentlich wichtige drinne sind, wo wir die gefühlt aber nicht gewinnen. Das ist unsere erste Möglichkeit. Ja, das ist das 2-0. Erling Haaland. Ich lehne mich einfach mal zurück. Stabil. Halbzeit. Och, es war abseits. Nein. Ja, mit 3-0 endet das Ganze dann auch. Also wir kriegen nochmal ordentlich Schläge hier im letzten Spiel. Ich will nicht gefeuert werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bald soweit sein könnte. Das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Mir hat es nicht wirklich Spaß gemacht. Gut, das Spiel gegen Frankfurt war ganz nice, aber das war eigentlich das einzige Positive. Wir haben nicht 5 Spiele heute verloren, oder? Nee, doch, wir haben gegen Porto noch gewonnen. Heutige Folge kompletter Rotz. 2 Siege, 4 Niederlagen. Was ist das überhaupt für ein Monat gewesen? Was sind das für Gegner? Gucken wir jetzt auf jeden Fall nochmal auf die Gegner für die nächste Folge. Es sind wieder 6 Spiele an der Zahl. Folgende Mannschaften stehen hier zur Auswahl. Es geht unter anderem in der nächsten DFB-Pokalrunde zu Hause gegen Leverkusen, dann in der Liga gegen Köln zu Hause, dann das letzte Gruppenspiel der Champions League gegen Real Madrid, auswärts gegen Freiburg, heim gegen Gladbach oder auswärts bei dem FC Augsburg. Nach der Folge steht dann auch wieder Transferphase an. Wie gesagt, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like auf diese Folge da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schreibt zudem gerne Kommentare wie Transfervorschläge oder weitere mannschaftsinterne Sachen, die man dort besprechen könnte, eventuelle Abgänge und so weiter, sowie weitere Anmerkungen zur Karriere. Vergesst auf jeden Fall nicht den Stream am Samstag. Würde mich freuen, wenn ihr dort dabei seid. Und bis dahin sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.